OClean ist eine gemeinnützige GmbH. Einmal im Monat machen wir öffentliche Cleanup. Habt ihr ein bisschen was im Taxi? Wir versprechen uns heute von der Müllsammelaktion, dass wir ein paar Instrumente daraus generieren können für die Inukshoot. Wir haben mit Freunden und Familie angefangen, Müll zu sammeln. So simpel wie es klingt, war es auch. Wir sind einfach losgezogen durch Hamburg und haben den Müll von den Straßen aufgesammelt. Es passiert was im Kopf. Wenn du dich eine Stunde lang bückst und Kippen aufsammelst, dann kriegst du die Krise und hast einen ganz anderen Blick für die Stadt und für das Müllproblem hier. Und wir haben ja auch einen wichtigen Standort am Wasser und hier ist sehr viel Wind. Und dann dachten wir uns, irgendwie ist das blöd, wenn der ganze Müll auf der Straße landet und im Wasser, und wir wollen was dagegen tun. Ich finde ganz toll an OClean, dass du als Teilnehmerin, als Teilnehmer kommen kannst. Du musst nichts dabei haben, du brauchst keine Handschuhe, du brauchst keine Müllbeutel. Und das finde ich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Also es hat tatsächlich mein Bild auf die Stadt oder meine Beziehung zu der Stadt auch verändert. Also hier haben wir zum Beispiel ein schönes Schloss gefunden, das sehr metallen klingt, Anfang eines Prozesses. Das sieht sehr stark nach einem Shaker aus. Ich glaube, wir könnten da mit Kieselsteinen oder mit Granulat tatsächlich was werden. Unterm Strich haben wir jetzt, glaube ich, wirklich ein schönes Sammelsurium an Dingen, die wir auf jeden Fall ausprobieren sollten. Der nächste Schritt ist, wir gehen jetzt zu White Plastic demnächst und dann mal auf den Zahn fühlen, wie die Klanglichkeit so ist. Wir haben es uns zur Mission gemacht, die Welt vom wilden Plastikmüll zu befreien. Und dafür arbeiten wir mit lokalen Sammelorganisationen zusammen und versuchen zusammen mit ihnen Plastik aufzusammeln, kaufen das dann zu fairen Bedingungen und machen daraus dann neue Produkte, die wieder in den Wertschöpfungskreislauf kommen. Dieses Granulat hier ist gemacht aus Trinkwasserbeuteln. In relativ vielen Regionen können sich Menschen zum Beispiel gar keine Flaschen leisten, einfach weil die Packungsgrößen zu groß sind. Und deswegen werden ganz häufig Trinkwasserbeutel benutzt. Und dadurch, dass es vor Ort sehr wenig Möglichkeiten gibt, die zu entsorgen, landen die sehr, sehr häufig in der Umwelt. Wir sammeln zum Beispiel diese Wasserbeutel auf. Dann werden die gewaschen, in Europa recycelt. Und genau daraus wird dann dieses Granulat hier, was dann wieder zu Wildbags werden kann. Manchmal klingt es eher dumpf, manchmal klingt es eher hell und wir suchen natürlich einen Sound, der alles hat, wo wir dann darauf was bauen können. Wir haben auch Deckel von Bierflaschen reingemacht, um zu sehen, ob mit der Kombination von dem Granulat, ob das dann der Klang sich ändert. Und also ich glaube, der Klang steht im Vordergrund in das, was wir suchen. Nicht nur das Plastik, aber sondern wirklich das, was wir suchen, ist ein Instrument. Vielleicht ist es auch ein kleines Kindestraum, dass man immer an Sachen rumspielt und hört und so. Das hört nie auf, glaube ich. Das sind wir alle irgendwie ein bisschen beschädigt.